Ciao Freunde, wie geht's euch? Ich bin gut. Hallo und herzlich willkommen, Alter. In einem neuen Video. Was geht, Freunde? Ja, es so ist nice. Soweit. Wir sehen uns doch jetzt versammelt in der absoluten Haxenfolterhöhle. Ihr wisst schon, Freunde, was da jetzt ansteht. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe extra lange Socken angezogen, um irgendwie nur ansatzweise da mithalten zu können. Aber was soll man da machen? Was soll ich? Ah, gut, ihr hättet doch besser eine lange Hose anziehen sollen. Aber scheiß drauf, heute wird durchgezogen. Ich habe jetzt Gott sei Dank einen Pullover an, damit man wenigstens im Oberkörpervergleich nicht so sieht. Aber der kommt, wie ihr kennt, natürlich auch weg. Also, Freunde, jetzt, um auf den Punkt zu kommen. Die Legende steht da. Der Ehrenmann. Ich bin gerade ein bisschen... Ich bin perplex, weil ich schaue seine Videos, ich schaue deine Videos und ihr wahrscheinlich auch. Und jetzt habe ich hier mal live am Start die Energie, Alter. Ehre, Mann, unfassbar. Ehre. Und ich habe auch schon gesagt, so normal, wenn ich gerade in der Vorbereitung bin wie jetzt, ist immer schwierig, so einen Trainingspartner am Start zu haben. Aber bei Sascha wusste ich, Alter, das wird passen. Und normal sage ich dann immer, komm, ja, wir machen Arme oder Schultern, irgendwas, wo man machen kann. Aber heute dachte ich mir, Alter, jetzt Arnold Classic steht vor der Tür. Und wir hauen den Leg Day zusammen raus, Freunde. Und du hast ja noch nicht mit vielen Bodybuildern trainiert. Na, also das ist das Video, Sascha vs. Profi Bodybuilder. Und ich muss sagen, es freut mich sehr, dass die Legende jetzt da steht, Freunde. Jüngster IFBB Pro. Dritter Platz. Mr. Olympia. Classic Physics. Und na gut, so jetzt übertreiben wir nicht. Naja, Freunde, was ich sagen wollte, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, wie ich mich hinstelle, damit es vom Winkel her wenigstens ein bisschen so aussieht. Die Fischaugenkamera, ich merke schon, du gehst nicht darüber. Aber ich gehe immer so, dass der Bizeps wenigstens ein bisschen größer da aber ist. Aber weißt du was, eigentlich ist es scheißegal, wie breit jemand ist oder wie dünn oder dick, weil es geht um das, was du hast, und zwar um das Mindset. Und wenn das passt und ihr motiviert seid, Alter, dann kann man durchziehen, egal ob der andere 120 Kilo wiegt oder 80 Kilo. Trotzdem hätte ich gern bessere Waden. Aber das kriegt man hin. Ja, gut, also für das sind wir ja da heute, damit wir an den Waden arbeiten können, Freunde. Heute werden natürlich einige Fragen an den lieben Urs durchaus rausgeballert. Also ihr habt auf Instagram die Fragen reingeklatscht und die häufigsten Fragen werde ich rausklatschen. Du musst keine Frage beantworten, ganz wie du magst. Mach mal gleich eine Eröffnungsfrage, komm. Ja, was ich muss erst mal das Handy holen. Ja, jetzt, oh, die Vorbereitung. Jetzt hat der Infos vorbereitet, perfekte Überleitung. Und jetzt kommt die Frage. Gut. Ja, super. Die Eröffnungsfrage, Eröffnungsplädoyer, Herr Kalischinski. Sie dürfen loslegen. Die Amerikaner sagen immer Urs Kalischinski. Geil. Aber so hast du es gerade auch gesagt. Urs Kalischinski. Ja. Um es nochmal hier ganz klar auf den Punkt zu bringen, Freunde. Ja, ganz wichtig. Und nicht Sascha Saskia Huber. Huber. Nein, was Saskia, Digga. Sascha Huber, man kennt es von selber. Heute nach dem Bayern-Training. Saskia Huber. So, Freunde, jetzt gehen wir es an. Wir machen heute ein bisschen Bodybuilding-spezifisch. Wir machen Beinbeuger zuerst. Das heißt, die Rückseite des Beins. Was du nicht sagst. Da musst du immer ein bisschen mehr drauf. Und deswegen, ja, starten wir durch. Ist auch gut für die ganzen Kniepatienten. Sehr knieentlastend, wenn man erst den Beuger ein bisschen Spannung aufbaut und dann die Quadrizepsübung weghämmert. Okay. Den Gluteus Maximus, der ist bei mir ein bisschen eine Schwachstelle, sagt Paulina immer. Deswegen eigentlich dem immer als erster. Direkt Hip Thrust war ich da. Genau, Hip Thrust mache ich da. Am liebsten mit Langhantel. Aber ja, jetzt klassische. Vor allem klassischer, Freunde, könnte das Ganze hier nicht ablaufen. Gucken wir uns das Ding mal an. Hier über Kette läuft das hier noch. Also hier haben wir Oldschool. Es fuck am Start. Es fuck am Start. Markus Rühl hat da dir drüben die 1200 Kilo schon geballert bei dieser Beinpresse da hinten. Also machen wir heute 1300. Und wie willst du die Fragen haben, Urs? Geordnet? Habe ich eh nicht. Ich habe eh nicht geordnet. Was rede ich? Nach der ersten Übung weißt du eh nicht mehr, wie man das Handy entsperrt. Wichtige Frage für viele auch von euch. Wollte mal vorweg haben, weil ich bekomme immer die Frage gestellt, ja, wie schaut es mit Genetik aus? Was sagst du? Wie erkenne ich, dass ich eventuell ja, Bühnengenetik habe? Das ist so die Frage, die ich auch öfters gestellt kriege. Und dann muss ich sagen, man kann es nicht direkt erkennen. Weil viele schicken mir Form-Updates und sagen, hey, wie sehe ich aus, 14, 15-jähriger Bub. Ich kann euch ein Bild zeigen mit 14, 15, wie ich aussah. Und wenn irgendeiner da sagt,
du wirst in 6 Jahren bei Mr. Olympia stehen. Also hätte jeder gelacht, weißt du, deswegen, du weißt es nicht direkt. Was kannst du machen? Du kannst dein Training optimieren, Ernährung optimieren, Schlaf optimieren, Vollgas geben, 5 Jahre das Ding lieben und der Leidenschaft nachgehen und dann wirst du sehen, hey, okay, ich wachse ein bisschen schneller als die anderen, bin ein bisschen breiter und dann fehlt aber immer noch der Schritt, hey, wie ist das Mindset, kann ich eine Wettkampf-Prep durchziehen, Vorbereitung, wir hatten es vorher davon. Die Umstände müssen auch passen und dann machst du mal einfach einen Weg zur Bühne, wenn du Bock drauf hast. Dann mach's einfach. Ich habe auch angefangen und aller Anfang ist schwer, weißt du. Und so ist es. Von da aus arbeitest du dann hoch. Dann hast du mal einen Tag X, hast deine Form gebracht oder auch nicht. Und dann weißt du, okay, von da aus kann ich mich so und so verbessern. Das ist wie in jedem Sport. Ist doch geil gesagt, oder Freunde? Ich bekomme die Frage auch oft von euch gestellt. Und zwar, mir war es ja genauso. Extrem dünn, immer der Dünnste in der Klasse. Was ja auch bei mir persönlich der Grund war, warum ich mit dem Kraftsport angefangen habe, war ja das Thema Mobbing, habe ich schon oft thematisiert. Auch tatsächlich. Ich war nur dick und du warst dünn. Also ich dick und doof hier am Start für euch. Ja. Aus uns ist körperlich wenigstens auch ein bisschen was geworden. Ja, eben. Und das ist es. Also jeder kann es machen. Hört mal auf. Ey. Ich höre so oft, ja, mein Vater oder deine Freunde, ey, bei dir, du kannst doch niemals da aus dem Bodybuilding reißen. Ja. Ich blende jetzt mal unsere Bilder ein, wie wir früher ausgesehen haben, Freunde. Also Freunde, lasst euch sowas niemals einreden. Punkt aus, basta. Jawohl. Wirklich mega. Also vom Gefühl her tipptopp. Ich versuche, je älter die Maschine gefühlt, desto irgendwie geiler die Bewegung. Das werde ich bei dir bei den anderen Maschinen auch zeigen. Man merkt es auch richtig, wie die Kette, wie die rattert. Einfach mega. Bei den Spiegelschleuder. Sagt mal, was ihr da. Die Gamma-Zecken bei mir, Freunde, ich versuche immer mit meiner neuen Frisur, vielleicht ist euch schon aufgefallen, ist nach vorne zu bringen, aber die wollen immer wieder. Was ich gesagt habe, egal. Als Mann steht man einfach dazu. Viel zu viele lassen sich das jetzt immer wegoperieren und ich denke mir, ganz ehrlich, das Ding war so. Das hat schon einen Grund, warum es so sein muss. Das zeigt, weißt du, je grauer das Haar oder je weniger Haare, desto reifer der Mann. Also, muss es nur gut reden. So ist es. Also, scheiß drauf. Urs, wie ist denn das Gefühl? Der Moment, was dann heißt, 3. Platz, Urs Kalitschinski. Genau dieser Moment. Wie fühlt das Jan? Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich war ja 2021, war mein erster Mr. Olympia, wo ich 4. geworden bin. Mhm. Und da war es halt noch krasser, weil ich bin das Jahr davor oder 2 Jahre davor Profi geworden. Hab dann in dem Jahr erst meinen ersten Profi-Wettkampf gehabt. Wenn du einen Profi-Wettkampf gewinnst, kurze Erklärung, qualifizierst du dich für den Olympia. Sozusagen, du wirst erst Profi, musst einen Profi-Wettkampf machen. Wenn du da Gesamtsieger wirst, dann kommst du zum Olympia. So ist der Step. Und dann kommst du zum Olympia, was für alle ja eigentlich so das Highlight des Lebens. Also wenn du mal, der olympische Gedanke ist ja einmal dabei sein und das ist schon geisteskrank, was es ja auch ist. Also jeder kann da stolz drauf, einer der Besten der Welt zu sein. Egal welche Sportart jetzt. Und dann kommst du dahin. Und ich sag noch, mein Bruder ist immer bei den Wettkämpfen dabei. Ich sag, ach, ey Kai, ganz ehrlich, wir sind ja bei Olympia so. Hauptsache nicht Letzter. Und dann stehst du da, kommen alle raus und dann gibt's immer einen Callout, heißt das, okay? Und der erste Callout sind dann immer so die Top 8 oder Top 10. Und ich denk so, ja, jetzt kommen erstmal Bumstead und die ganzen so. Ich muss jetzt erstmal meine Sporen verdienen. Und dann kommt so, Number 32. Ich weiß noch, das 32 hatte ich. Guckst du? Und man sieht so im Video so. Und ich so, echt cool. Ja, ja, safe. Stelle ich mich so hin. Da dachte ich so, Alter, ist jetzt nicht normal, dass ich jetzt erster Call-Out bin oder was? Ja, doch, anscheinend schon. Die rufen mich jetzt auch nicht wieder zurück. So. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, fuck, ey, krank. Und dann haben die halt noch den allerletzten Call-Out gemacht. Das ging dann ewig, die Vergleiche, pipapo. Und im allerletzten waren dann nochmal so die Top 5. Da war ich dabei und dann dachte ich mir so, jetzt, das kann doch nicht sein, oder? Das ist ein Fehler, das ist unterlaufen. Scheiße, Bug. Aber es war halt so. Du selber siehst dich ja immer schlechter. Ich war so Backstage, ich sehe so dunkelhäutige Athleten, riesen Ochsen so. Und ich denke so, boah, niemals, ey. Komm, ich pack meinen Stock wieder und geh nach Hause so auf die Tour. Aber ja, es war übertrieben krass. Jetzt dieses Jahr war es, also soll jetzt nicht so abgehoben klingen, aber nein, dachte ich es mir schon, okay, bei Top 10 werde ich jetzt schon dabei sein. Oder Top 6, aber ja, das ist dann nicht, also Treppchen muss halt. Okay. Treppchen, also. Das ist Gefühl. Krank. Der Moment, wo du deinen Namen hörst. Ja, überkrass. Adrenalin, oder? Spürst nichts mehr. Völlig krank. Vor allem, du arbeitest ja nicht nur, gut, die Vorbereitung war jetzt 16 Wochen, aber du arbeitest ja eigentlich seit 11 Jahren, arbeite ich so auf das Ziel hin. Und 11 Jahre diese Schweiß, Blut, Tränen, Downfalls, Siege, die man errungen hat, das ist schon krass. Auch privat, Leute, die du verloren hast, gewonnen hast, heftig. Und nach 11 Jahren dann die gebündelte Arbeit auf einem Fleck zu sehen, ist krass. Und vor allem meine Mama war auch da, weißt du, in Las Vegas. Ich habe die extra eingeladen, die ist eingeflogen. Erstes Mal USA, meine Mom so, wo bin ich gelandet, weißt du so. Und
Das war schon krass. Stolz auf und dich? Sie so mit Tränen in den Augen ja, und ich so, Alter. Mutter, war doch nicht schlecht, dass ich damals die Schule geschwänzt habe. Es war übrigens bei mir genauso. Ja. Also nicht nachmachen, aber ich bin sitzen geblieben, Freunde. 7. Klasse Gymnasium, nur noch gepumpt. Und ja, am Ende des Tages. Und das ist draus geworden. Hat sich so. Geil. Ja, hat sich ausgezahlt. Ja, nee, geil. Hat die Dedication war da. Weil du jetzt gerade Chris erwähnt hast, was auch viele wissen wollten. Hast du eine gute Freundschaft mit Chris? Wie ist das so mit ihm zu posen? Ist das auch ein Vorbild von dir oder sagst du, nein, ihr seid da Konkurrenten und ihr habt keine Freundschaft? Gute Frage eigentlich. So ein bisschen brüderlich ist das bei uns. Ich habe jetzt nicht zum Autofahrt hierher mit dem geschrieben, dass wir bald wieder was zusammen machen. Ich glaube, da steckt was. Ja? Ich glaube, dein Beinbeuger steckt. Mit Chris, wie gesagt, alles cool. Wir sind da ziemlich viel im Austausch und ich lerne viel von ihm, weil er ist halt genau wie mein ältester Bruder, so ein paar Jahre Unterschied. Ah. Hat aber das alles schon durchlaufen, auch in meinem Alter. Und das ist halt mega cool. Und wie gesagt, ich gönne jedem seinen Hack, der dafür arbeitet, so wie du für dein Zeug arbeitest. Und ich das feiere, was du machst mit dem Fitness-Game, so ist bei ihm halt auch. Und er ist ein krasser Champ. Also jemand was anders behaupten, was Marketing angeht, was seine sportliche Leistung angeht. Du musst den Sport als Olympia-Champ repräsentieren. Wenn die sagen Bodybuilding, dann bist du das. Und da darfst du dir keine Strapazen erlauben, keine irgendwelche Downfalls oder sonst was, sondern du musst halt der Star am Himmel zu 100% des Bodybuildings sein. Alle Blicke auf dich. Wenn du das machen willst und der erfüllt den Job richtig gut. Da muss man doch mal sagen, das zeigt wieder, was Urs eigentlich für eine Legende ist, wenn er solche Antworten gegenüber seinen härtesten Konkurrenten bringt. Ja. Und das im Profisport. Also muss man echt mal sagen, Hut ab echt von deiner Persönlichkeit, nicht nur jetzt vom, nur vom Körper. Also jedem hart arbeitenden Typ, der ich sag immer gerne so Talk is cheap, der halt auch mal dann die Schnauze hält und einfach abliefert. Kontinuierlich wie du, Alter, 5 Jahre bist da bei dir am Start und lieferst ab. So. Und das ist sowas, das muss man feiern einfach, oder? Du musst es nicht feiern, wenn ich den Content nicht feiern, dann schaue ich es nicht an, aber du musst wenigstens sagen, Hut ab, Alter. Das sehe ich auch so. Du gibst Gas, so. Egal, das ob Ding in sich selbst investieren, Fokus auf sich selbst, andere wertschätzen. Dritter Satz, oder? Hä? Dritter Satz. Das waren jetzt die Aufwärmsätze. Achso, okay. Urs, tiefe Frage. Was war der größte Rückschlag in deinem Leben? Viele glauben immer, die sehen immer nur den Erfolg, Freunde. Ja, und das ist bei mir nicht so und wahrscheinlich bei dir auch nicht so. Der Erfolg ist so, das sind immer diese Zenite. Die hast du so 3-4 Stück. Aber sonst hast du lebst ja auch von den Rückschlägen. Ohne Witz, wo wären wir ohne den Rückschlägen? Ich glaube, würde es nur straight bergauf gehen, wäre es auch beschissen. Oder nicht beschissen, aber man wird nicht so viel lernen, man wird sich charakterlich auch so nicht so festigen. Und so ist es einfach. Und deswegen. Man muss auch mal durch die Scheiße gehen, damit sein Charakter geformt wird. Und was war so dein härtester Rückschlag in deinem Leben? Ich würde schon sagen, da wo ich also auch irgendwie naiv war, wo ich gesagt habe, hey, ich schmeiß jetzt die Schule für meinen ersten Wettkampf. Und dann bin ich so voll auf die Fresse gefallen und bin halt irgendwie nicht mal ins Finale gekommen. Und da halt dann so den Gesichtsausdruck meiner Eltern zu sehen, die halt so da standen und sich dachten, ey, Junge, das war halt schon so, fuck, ja, okay, scheiße. Aber dann habe ich Gas gegeben und 2 Jahre später bin ich Deutscher Meister geworden. Ja, und jetzt halt da. So, das war halt so das Ding, wo ich halt hart lernen musste. Also hart, wie man auf Deutsch sagt, aufs Maul fliegen, aber dann aufstehen und weitermachen. Das ist ein gutes Stichwort. Perfekt. Jetzt gibt es deinen Arbeitssatz, komm. Jawohl, mindestens 12. Ja, wir bleiben in der Spannung heute. Jawohl. Komm, Feuer, Spinner. Auf, komm. Mann, mir platzt der Schädel. Scheiße. Wo ist das Loch? Wo ist deine gesteckt? Genau gleich schwarz wie ungefähr. Machen wir es in einem Satz, ich glaube, das haben wir beide schon oft genug gehört. Wie ist dein Tipp für schnelles Zunehmen und Muskelaufbau? Wie kann man am schnellsten zunehmen? Junge, fress alles, was dir in die Quere kommt. So ist es, oder? Schaut euch jetzt mal an. Massephase, seit der Insel, 74 Kilo, komplett shredded. Jetzt 4 Monate, nichts anderes gemacht als zu fressen. Scheiße, einfach komplett dick, ja? Ja gut, trainieren sollte dir natürlich nicht vergessen. Nur fressen kannst du gut Masse aufbauen, aber halt eher die. Ja, also ich habe schon durchgezogen vorher, natürlich 6-mal die Woche, aber ist halt so, wenn man richtig aufbaut, ich habe 0,6 Kilo pro Woche aufgebaut, ist man ein Barking-Session. Nicht drum rum. Es ist halt auch Social Media geschuldet und geil, dass du das zeigst. Weil was sehen wir auf Social Media heute nur? Geile Körper. Du machst das im besten Licht die Bilder. Und das ist halt so ein Irrglaube, wo man denkt, du musst das ganze Jahr geil aussehen wie deine Vorbilder.
Aber dass du diese Massephase brauchst, dieses Mal außer Form sein, vergessen halt viele, weil du wirst nicht richtig aufbauen, wenn du immer versuchst, minimal Kalorienüberschuss zu fahren. Ja, sehe ich auch so. Also muss man essen. Auch so eine Form haben auch sehr viele Profiathleten einmal richtiges Bulking. Alter. Also Freunde. Hier Bild von mir, wie ich in der Offseason aussehe. Okay, bin ich gespannt. Blend rein. Cool auch, dass das du zeigst, ja, als ja. Profi. Und das ist es, Freunde. Vor allem der Winter ist natürlich perfekt, wenn man jetzt keine Wettkämpfe ja, macht, kann man sich an die Jahreszeiten orientieren. Ja. Perfekt. Aber wenn ihr im Sommer geil aussehen wollt, dann fangt jetzt, wenn ihr das Video seht, jetzt an damit runter zu schwellen. Ja, oder schon gestern. Oder gestern. Und du fängst dann mit deinem nächsten Satz jetzt hier. Mit Spielidon oder was? Ja, let's go. Ja. Sehr gut. Oh, ich bin da. Ja, auf. Ja, auf. Jetzt ist. Jetzt ist. Auf. Ja, ja, ja. Auf. Hammer. Halt fast du, Schatz. Ja, mein Kind. Ja. Perfekt geholfen, Mann. Geil. Dann schauen wir mal, was die Community noch wissen wollte. Stimmt das Gerücht? Und ich weiß nicht, wieso. Alice. Hunderte. Schatzi. Hunderte Fragen haben mich erreicht auf Insta. Ich glaube, das war die zweithäufigste Frage, die gestellt wurde. Stimmt das Gerücht? Und eine Zucchini. Und eine Zucchini. Und ich weiß bis nicht. Also, ob die Zucchinis reif sind im Winter, oder wie? Ja, ist mehr oder weniger. Oder in der Diät. Na, ist also die Frage, woher kommt das Gerücht und was hat es da auf sich? Und ich glaube halt, weil durch Substanzen ja die Hodenfunktion eingeschränkt wird und die sich dann wieder rückbilden. Aber eigentlich hat der Hoden ja nichts mit der Zucchini zu tun, wisst ihr, Freunde? Ja, die Fragen waren auch, aber es haben sehr viele eben geschrieben, halt, ob er wirklich Ja, ist halt die Frage, hast du schon mal einen Pornodarsteller mit 90er Beinen gesehen? Mit 90er Umfang. Ja. Aber wie sagt man, je größer der Garten, desto kleiner das Haus. Also, Freunde. Ist ja klar, wenn du solche Stelzen hast, dann sieht das dritte Bein ja auch theoretisch ja, in der Theorie. Ja. Mir kommt auch ehrlich gesagt auch so vor, dass seitdem ich in der Massephase bin. Was kommt jetzt? Ja, ist so geschrumpft. Ist der Garten Freunde. Kleiner geworden. Ja, also, ja. Es ist cool. Das Haus. Ist Haus. Der Garten ist so groß. Ja, genau. Aber ihr wisst ja, Technik, Freunde, Technik. Ja, der Klassiker. Teamtechnik. Ja. Yes. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt wollen wir es wissen. Beim Bizeps erst trainiert, gell? Also Alter, kein Wunder, deswegen ist er noch so dünn. Dann. Also. Der Pump ist aber schon drin. Guck euch das mal an, gell? Hamstrings. Auf geht's, Alter. Der hat schon ordentlich Blut drin. Komm rein. Komm. Ja. Top, Sinne. Komm weiter, komm. Mach weiter. Komm jetzt. Zeig dir, wie stabil Fitness-YouTube ist. Jetzt ohne YouTube. Ja. Auf. Weiter. Ja, halt. Ja, genau so. Super, langsam runter. Komm, ja, halt. Und jetzt Puls drei schnell hinterher. Komm, drei Stück zum Ausbrennen. Eins, komm, alles rein. Ja, zwei. Und letzte. Sehr gut. Eine kleine Intensitätstechnik eingebaut. Ich bin auch bekannt für meine Kalitschinski-Dropsätze. Von denen werden wir halt auf jeden Fall einige erleben. Aber das war erstmal die erste Beinbeuge. Sag mal so viel. Die Technik macht's. Ja. Wenn man da die Hamstrings chassiert. Wahnsinn, direkt Anatomiekurs. Ist ja perfekt. Wirklich krass, also Hut ab, Wahnsinn, das ist eine Definition. Jetzt schon mal, komm. Noch einmal. Yes. Drunter stecken, Alter. Das ist ein Fleischbrocken, bist du deppert. Jawohl. Gib noch einen, Kim. Halten. Ja. 3, 1, 2. Ja. Extra. Bonuspunkte. Puh, die hat der Bumstead nicht gemacht, Alter. Ja, das ist das Geile am Wettkampfgedanke. Da denkst du dran, dein Gegner macht jetzt Beinbeuger. Ja, fix. Er trainiert jetzt genau das Gleiche, und ist jetzt dabei und du musst einen mehr ballern. Und ich habe einen mehr gemacht, Alter. Geil. Wie findet Urs Saschas Form? Ganz habe ich es ja noch nicht gesehen. Das machen wir dann, machen wir dann. Das Bäuchlein finde ich bisher schon ganz sexy. Ganz sexy.
Aber der Rest muss ich mir noch unter die Lupe nehmen. Ja, also Hose runter. Ja. Okay, sind wir wieder beim Thema Zucchini. Ja. Was ist denn dein Bankdrückrekord? Ich habe jetzt schon bestimmt 3 Jahre kein Bankdrücken mehr gemacht. Mhm. Ich finde es eine sehr gefährliche Übung für die Schulter, ja. Aber für jeden Anfänger eine gute Grundlagenübung. Ja. Sollte man definitiv machen. Ja, wie siehst denn du das da? Weil zum Beispiel würde ich behaupten, bei Kurzhanteln, ja, mit der Schrägbank habe ich viel mehr Range, ja, of Motion, bessere Dehnung. Safe. Und außerdem kann ich die Adduktion mitnehmen, ja, in Funktion der Brust, weil ich von, ja, außen nach innen gehe. Ja. Bei einer Langhantel ist immer fix und eben für die Schulter. Die Zentrierung der Schulter ist einfach viel vorteilhafter beim Freien. Außerdem hast du noch die tiefliegende Muskulatur, inter- und intramuskuläre Koordination durchs freie Bewegen halt. Hast du zwar bei der Langhantel auch, aber für mich hat es irgendwann einfach keinen Sinn mehr gemacht, weil ich dann auch bei 180 Kilo war auf Wiederholungen. Und dementsprechend... Ja, was für One Rep Max? Habe ich nie gemacht. Also ich habe 190 mal auf 3 gemacht. Nein, aber 200 drin gewesen. Aber ich wollte nicht, weil hier so Kandidaten sind bei 200 Kilo meistens die Brust abgerissen. Und dann ist halt vorbei bei mir. Ja. Weil der Unterschied zwischen mir geht es um Ästhetik und Strongman. Mhm. Finde ich schön und gut, aber... Ja, so macht jeder seinen Sport einfach. Und das habe ich auch gelernt tatsächlich. Über Jahre, lass dein Ego zu Hause. Guck mal, warum habe ich jetzt nicht den ganzen Stapel gemacht, obwohl ich da vielleicht auch 4, 5 hingekriegt hätte? Einfach weil ich wüsste, okay, es kommt nicht im Beuger an, sondern überall, aber nicht im Beuger. Und dementsprechend muss man ein bisschen gucken. Schön. Sitzen Beinbeuger soll ja, was ich so gehört habe, einer der besten Übungen, ja, für einen Beinbeuger sein. Ja, ist es tatsächlich auch. Setz dich mal rein. Und ab die Fahrt. Ab. Setz dich, trink was, fühl dich wie zu Hause. Geil. Ey, schaut euch das an. Oh. Der ist schon direkt in der Dehnung, perfekt. Ja, ja, weil du hast hier voll die geile Dehnung jetzt. Ist zu schwer? Geht. Ist dann gleich Arbeitssatz. Also jetzt Arbeitssatz direkt. Ja, komm. Auf, Sascha, komm jetzt. Fokus, auf, komm. Vorne sieht man sich selbst, da sieht man uns. Was will man, ja, mehr, Alter? Noch mehr Motivation geht nicht. Yes, Maschine, komm jetzt. Vollgas, jawohl. Komm. 2 noch. Komm. Auch noch die letzte. Vollgas, komm rein jetzt. Ja! Geil, Alter. Das ist ja was, Alter. Richtig geil. Ich kann nur eins sagen, es gibt ja diverse Fitness-YouTuber, ich nenne dich jetzt einfach mal so, soll gar nicht abwertend sein, aber wie der Typ durchzieht, ich zieh meinen imaginären Hut, Alter. Ja, richtig geil. Dafür ist nach 5 Minuten vorbei. Nee, ja, gleich kommt der Cut und dann siehst du nur... Cut und Abfahrt dann nach Hause. Dann ist wieder zurück. Aber. Weil ich habe auch so gemutmaßt mit meiner Freundin immer, weil wir immer, wenn wir mit anderen Leuten trainieren oder ich trainiere, dann mutmaßen wir so, ja, und was glaubst du, wie bolzt der so weg, gibt der Gas so. Und ich so, Alter, wenn Sascha wirklich so ist wie in seinen Videos, dann ist der Motivation pur. Und ich kann es euch eins sagen, ich campe aus, ich laufe rein, du stehst dran. Jetzt geht's los, Alter. Und das finde ich geil. Weil wenn man mal zum Beispiel jetzt in der Diät, kommt es ja auch aufs Vor. Du kennst ja auch, hast bestimmt schon die ein oder andere Diät gemacht. Ja, aber nicht in dem Ausmaß. Nicht in dem Ausmaß, aber schon so bei dem Punkt, wo man gemerkt hat, boah, heute, ey, heute ist ein bisschen schleppend. Und auch für die Leute da draußen so, da kann halt so ein Trainingspartner essentiell sein. Oder selbst meine Freundin, wenn die sagt, komm jetzt, reiß dir den Arsch auf und gib Gas. Das sind die Tage, wo es zählt und dann macht man es halt. Deswegen. Wichtig, was ich nur immer von euch öfter höre, ist, dass wenn ein Trainingspartner aufhört, dass dann auch viele aufhören. Ey, da ist halt dann wichtig, dass man sich von dem motivieren lässt, aber nicht runterziehen lässt. Ja, dann seid ihr der Last Man Standing. Kim, gib ihm. Jetzt geht's los. Einer mehr als Chris. Einer mehr als Chris. Ja! Oh fuck! Ah. Oh, der Bier! Ja, match gut mit deinem Shirt, muss ich sagen. Deswegen habe ich es angezogen. Das ist ja ein richtiges Foltergerät, das Teil. Oh, geil. Aber es ist richtig cool, das Ding. 110! Scheiße! Wo war ich vorher? 70. Dann geht die Silverstar-Fahrt jetzt los. Nee, Blue Fire hier. Ja, Blue Fire. Erste Reihe, Alter. Okay. Oh, du brichst meinen Haxen, Alter. Jetzt, was geht's? Ja, du hast so richtig Gegendruck. Ja. Boah, ist das eine geile Drückserübung, Alter. Bist du das Ding brauchst du daheim, Alter. Das brauch ich echt. Jetzt zählt's. Sehr gut. Jawohl, komm. Geht. Ich bin da. Eine machen wir noch zusammen. Komm. Und eine. Schub. Jawohl, langsam. Einer mehr als Urs. Ja. Killer, war richtig gut.
Na, Spaß. Wenn schon ein Team am Akkus früh sind. Was sagst du? Weil das ist auch eine Frage von den Zuschauern. Kann man? Zum Thunfischshake, oder? Ja, nein, nicht Thunfischshake. Ja, schmeckt der dir? Hast du mal probiert? Übergeil. Der hat den mir ja zubereitet. Achso, ey, okay. Schau vorbei, wir haben ein Video gemacht. Alter. Okay, ja. Schaut sehr gerne auch mal bei uns vorbei, direkt mal jetzt gleich, sowieso vorbeischauen, gell? Also alles verlinkt, Insta. Ja, wer macht jetzt? Ja. Sehr ehrlich, kann man so einen Körper mit veganer Ernährung erreichen? 100% nicht. 100% nicht. Da haben wir jetzt mal eine Ansage. Das wäre interessant. Ja, wieso? Wieso? Kriegt man nicht Proteine und alle Makronährstoffe, die man braucht, auch von veganer Ernährung? Na, jetzt mal weißt du, was ich gerne hätte? Ein Klon von mir selbst, den ich gerne solche Sachen machen lassen würde. Ein Us, einen zweiten Us, den ich jetzt vor 11 Jahren auf vegane Ernährung gesetzt hätte und der das gleiche gemacht hätte wie ich. Und dann gucken, ob es was rausgekommen wäre, weil ich glaube halt, du brauchst Fleisch zum Muskelaufbau. Okay, und was ist der Grund? Deiner Meinung nach? Das Aminosäurenprofil. Mhm. Und das Thema, gut, du kannst Linsen fressen und dann hast du deine Proteine gedeckt. Was hast du aber noch? Ein Haufen von Kohlenhydrate. Wie willst du deine Diät machen und am Ende deine Kohlenhydrate aufs Minimum runterfahren, aber noch dein Eiweiß decken? Ja, mit Shakes. Mit Shakes. Und das ist dann auch die Frage, saufe ich mir jetzt 7 Shakes am Tag rein? Ja. Oder esse ich ein bisschen gut gehaltenes Huhn, nicht den letzten Müll und so? Und ist halt, wie du sagst, schon wieder ich mache einen Leistungssport. Ich sag dir eins, wenn ich aufhöre mit Bodybuilding oder mit Wettkampfsport, dann werde ich sicherlich meinen Fleischkonsum drastisch zurückfahren. Das machen sogar Leute wie ein Markus jetzt, wo wir gerade beim Thema sind. Die essen auch nicht mehr so viel Fleisch und das ist einfach, das braucht es dann auch nicht mehr. Deswegen, jetzt kann ich halt gucken, dass ich meine Fleisch- oder Proteinquellen aus guten Lebensmitteln beziehe. Das Masthühnchen, oder? Masthuhn und Thunfisch aus der Dose, nee. Aber da kann man schon ein bisschen gucken. Aber ansonsten, das ist sehr, sehr, müssen die Leute bei dir, glaube ich, auch verstehen, sehr, sehr individuell und sehr speziell. Und jeder sollte es für sich einfach dringend entscheiden. Und je nachdem, welche Ziele man hat. Ich kenne Jungs, die ernähren sich vegan, die sehen super aus, überdurchschnittlich gut aus. Und es ist auch möglich. Und ich finde es auch cool, wenn man das macht, aber für mich einfach schwierig umsetzbar und ganz ehrlich. Ich bin ein fauler Sack und sag lieber, ich pfeife mir jetzt das Huhn rein, als mir dann da geht es, Seitan zu kaufen oder sonst irgendwas. Und irgendwo, du hungerst dich so ab in der Diät, ich esse 2000 Kalorien, da denkst du dir auch irgendwann, ja gut, komm. Wenn ich jetzt noch meinen Salat mit Tofu fressen müsste, also es schmeckt ja dann doch nicht wirklich so. Und wenn du jetzt, ja, verstehe, weißt du? Verstehe. Und wenn du jetzt sagst, okay, 2000 Kalorien jetzt, mit dieser Masse, wie viel nimmst du dann pro Woche ab? Es kommt immer ganz drauf an, wie die Bewegung und so auch noch ist. Mhm. Aber jetzt bei dir, es kommt immer drauf an. Ich habe, also es kann sein, es gibt Wochen, wo es mehr rasselt und weniger. Wenn es zu viel rasselt, fülle ich wieder auf. Refeed Day. Wenn es zu wenig rasselt, gast mal nochmal. Und deine Freundin meinte, du machst es ja richtig auf dem Level, wo ich sag, boah, ist das krass. Sie meinte ja, zum Beispiel jetzt beim Herfahren, wenn du jetzt fahren würdest, wenn ich das richtig verstanden habe, oder so, für dich einfach zu viel Stress ist, so, dann geht es bei dir wieder zu schnell. Ja, entweder zu schnell oder gar nicht. Jetzt hatten wir eine Seminartour in Deutschland. Ich kam zurück und war 3 Kilo schwerer. Was glaubst du, wenn du dich da hinstellst, dann fängst du echt schier das Weinen an, weil du quälst dich. Dann steigst du auf die Waage und auf einmal bist du schwerer. Das heißt, du hast deinen kompletten Lebensstil darauf ausgerichtet. Ja. Krass. Also der Tag 24 Stunden, du hast immer Bodybuilding. Das muss man halt sagen, es ist ein Lifestyle. Und willst du das ein ganzes Leben so machen? Nein, das schaffst du auch nicht von der Psyche. Das schaffst du auf gar keinen Fall. Ich stelle es mir vor, ich will auf jeden Fall Familie und Kinder. Auf jeden Fall, das ist so für mich sehr wichtig. Und ich kann mir nicht vorstellen, jetzt, wo ist Papa? Ja, der fliegt wieder um die Welt und macht Wettkämpfe. Oder kann Papa heute mit mir spielen? Nee, der ist kaputt vom Beintraining mit Sascha Huber. Der kann nicht auf den Boden kriechen. Weißt du, was ich meine? Und sowas ist für mich dann auch Lebensqualität. Überleg mal, ich habe jetzt 8 Monate keinen wirklichen Abend gehabt, wo ich mal gesagt habe, hey Schatz, komm, wir gehen ins Kino. Ich hole mir einen fetten Eimer Popcorn und wir trinken eine Cola dazu. Absolut. Sondern es ist halt, du gehst mit Tupper ins Kino, isst dann dein Meal, bist eh schon so eher halb tot schon. Ja, rennst dann jede 5 Minuten aufs Klo, weil du in der Diät voll pissen musst die ganze Zeit. Und dann ist halt so, ja okay. Aber trotzdem ist es also für mich der geilste Job der Welt und meine große Liebe. Also hey, ich hoffe echt, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das noch so lange durchziehen kannst, wie du magst. Also, wie ich mag. Hoffentlich bist du so lange wie möglich nur dem Sport erhalten. Also jetzt nicht, dass du stirbst. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Komm. Einer noch. Hip. Ja.
Boah, der betoniert, ey, fuck. So, jetzt machen wir es so. Ja. Du suchst dir eine aus von der Seite. Was war Urs seine Motivation, also meine nehme ich an, mit dem Training anzufangen? Es war tatsächlich, bei dir würde es mich auch mal interessieren, du meintest ja Mobbing-Background, war es bei mir auch. Und dann dachte ich mir mit 12, 13, ey, ich habe die Gleichung gemacht, geiler Körper ist gleich viele Frauen. Und halt, oder nicht Frauen, Mädels halt, die Mädels fahren drauf ab. Mein ältester Bruder, 28 früher, wie alt ist der, 4 Jahre älter als ich, halt gerade 18, 19, Bundesliga-Turner, brutal shredded der Körper, sah mega aus, war immer im Kraftraum, ich habe die Story schon in diversen Podcasts, YouTube-Videos erzählt. Ich dachte mir, ey, wenn du so aussiehst, dann läuft's, Alter. Ja, warte mal, wo es nicht gelaufen ist. So, so ist es. Was aber passiert? Aber, was passiert? Burschen ohne Ende, Männer. Vollgas. Warte, was drückst du auf der Bank, Bro? Was, Alter, was ist mit dir passiert? Aber nee, es war damals die Motivation und eigentlich ist auch cool zu sagen, weil eigentlich ist scheißegal, muss man so hart sagen, was eure Motivation ist am Anfang. Ob es die Mädels sind, ob es die Buben sind, ob es die, was weiß ich, Kraftwerte sind, du willst 100 Kilo drücken, ob es was weiß ich, was dein Ziel ist, daraus kann so viel mehr entspringen, im Endeffekt meine Arbeit oder mein Job jetzt, mein Leben. Und deswegen mega dankbar für die Mädels. Ja, ja, also wirklich schön. Ja, das war so der... Das ist wie bei Autos ein bisschen. Man denkt schon, wenn man ein cooles Auto hat, kommen die Mädels, aber... Alle Männer, ja, Punto regelt. Ja, V12, ja. Oder was ist da drin? Was ist bei dir im V12 noch drin? Ja, das schauen wir uns jetzt an. Der Typ liefert ab hier. Mach mal 80 jetzt. Letzter Satz, du machst so viele wie gehen. Ja. Dann lässt du zurück und kurz bevor das Ding wieder oben ist, hältst du im Spannungsbereich, okay? Passt. Dann machen wir so einen Loaded Stretch, nennt es sich. Alright. Auf geht's. Easy, komm. Last one. Freunde, jetzt zählt's ja. Gib Gas. Jawohl. Komm. Langsam zurück. Langsam, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen und halt. Jawohl, halten. Komm. Ja. Easy. 10, 9, lass es brennen. Komm, ich muss hier auseinanderreißen. 6, 5, 4, 3, 2, 1,5. 1. Okay. Das ist Gynäkologe, oder was? So. Mal kurz mal untersuchen, bitte. Das Baby kommt noch nicht raus, also. Ich glaube, da stimmt was nicht. Ja, okay. Bist du runter, was immer du. Nochmal, nimm es mit! Okay. Noch eine! One again! Ja. Kim! Scheiß drauf! One noch! Kim! Ja! Und jetzt den überladen! Bleiben! Und jetzt! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 2! 2! 1! Und jetzt kommt 0,5. Ja, geil gemacht. Brandiges Feuer. Was mein aktueller Bodycount ist, Freunde, interessiert ja einige. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es an einer Hand abzählen. Ja? Ja. Also, Ehrenwert. Weiß nicht, ich fand diesen Flex immer nie so cool. Ich kann es nie nachvollziehen. Hatte ich auch nicht. Aber wenn ihr eine richtige Partnerin habt, wo alles passt, und passt es auch, und zwar richtig. Und deswegen so bedeutungslos, komisch, One-Night-Stand-mäßig. War nie mein Ding und da kommt, passt sogar zum Sport. Weil wie war ich halt drauf so? Ja, morgen ins Gym, kann jetzt nicht bei der Alten pennen und bis 11 wieder drum liegen, sondern muss morgen raus und Gas geben. Dementsprechend auch gut so, keine Ahnung. So muss es sein. Also meine Generation, unsere Generation, kann man ja eigentlich schon noch dazu sagen, schon noch viel so Oberflächlichkeit aus. Und ich feiere zum Beispiel von meiner Freundin die Großeltern, Karl-Heinz, wenn ihr das seht, liebe Grüße, die sind halt so richtig
Also die müssen, glaube ich, 2 Tage nicht miteinander reden und die kommunizieren trotzdem, weißt du? Und sowas finde ich einfach mega. Boah, so wenn schön, du so 40, 50 Jahre Partnerschaft hast, durch dick und dünn, Alter, was die erlebt haben, weißt du, der muss noch in den Krieg und so eine Scheiße. Boah, das ist krank. Und so eine Ansage habe ich jetzt richtig gefeiert. Bin so froh, dass das so ist, weil Freunde, ich kann es auch nur von mir behaupten, genau das gleiche Prinzip. Habe ich auch nie gefühlt und ich weiß, viele, vielleicht auch junge, motivierte Burschen da draußen, aber... Ja, motivierte Rammler von euch. Vielleicht kannst du einen oder anderen nicht nachvollziehen, aber ich sag's euch, Freunde, Qualität geht immer über Quantität und das ist immer. Das ist auch genauso wie bei den Beinen hier. Genau, Classic Physik ist das gleiche Prinzip, Freunde. Und dann von dem her, absolute Ansage hier. Und jetzt geht's weiter, genug gelabert, jetzt hier beim Strecker. Schaut euch mal den Quadrizeps an. Und das hier, was da drin flimmert, was ihr seht, das ist eben die Koordination. Da spielen hier die ganzen Fasern spielen da zusammen und dann flimmert es so. Grüße auch an meinen Freund Joe in Dubai. Der kann so seine Brust so flackern lassen. Hast du es gesehen? Joe Aesthetics macht so. Fix, let's go. Und das ist einfach eine intramuskuläre Koordination. Geil. Also die können wir alle. Er kann es halt nur extrem gut anstrengen. Aber jetzt setz dich mal da rein und sag mir von einer Skala von 1 bis 10, wie geil dieser Beinstrecker ist. Bruder, die sieht aus wie ein alter Sessellift. Bro, bei uns im Gebirge. Das Ding. Schaut euch das an, wie ein Sessellift. Ist besser als er. Und da musst du auch aufpassen, weil das Ding kann dich auch kurz mal wegrotzen. Weil du musst hier rausdrücken, ein bisschen andrücken. Und dann ist hier so ein Ding, das musst du reindrehen. Alright. Siehst du, sonst geht's nicht hoch. Das drehst du rein. Also anheben. Ja. Und jetzt geil. Und jetzt schanzt das Ding aber nach hinten. Bis es da an der Wand ist, deswegen. Au! Jetzt guck, da kannst du richtig deep gehen. Jetzt. Perfekt für die Range of Motion. So krank. Aber es bringt dich um, wenn du so da nicht mehr kannst. Ja, ja, weil dann reißt du die Knie auseinander. Da hochziehen. Deswegen, ja, dann musst du immer dastehen. Geil. Aber so gut. Aber ich kann das sagen. Auf den Berg und oben mit Tischi. Ja. Jawohl. Jetzt der Vergleich, Freunde. Bro. Noch nicht aufgepumpt, gell? Kalter Zustand. Scheiße, mehr wird's nicht. Und so geil auch die Farbpalette hier so. Da hast du einmal von dunkel bis hell. Ja, du willst nicht wissen, wie es da aussieht, wenn du weiter hochziehst. Zucchini ist dann lila. Da vorne noch. Ich muss mal auch natürlich Props da raussprechen. Ich wollte nur kurz mal sagen, absolut da, immer absolute Ehrenfrau in diesem Sinne. Immer am Supporten im Hintergrund. Fährt auch 6 Stunden her. Urs, was macht der? Nix und isst nur. Also, Haben Sie gesehen in der Story. Ja. Die macht dann immer Story und dann nicht danke fürs. Also die macht sogar die Storys. Jetzt nochmal bloßstellen. Ja, wie ich penne im Arsch. Also. Geil. Was wären wir ohne unsere Frauen, Alter? So ist es. Genau so ist es. Eigentlich noch ein Aufwärmsatz. Nein, bei mir nicht. Komm, raus damit jetzt. Ja. Auf, 20 Stück. Hoch. Ja, ich bin da. Komm. Auf. Und raus. Komm. Gut. Passt. Das ist halt das Problem jetzt bei den Geräten, dass wenn Urs drankommt, müssen wir wieder 20 Scheiben mehr drauf packen, wenn ich dran komme, wieder runter. Beine, kleiner Pro-Tipp hier am Rande. Wenn ihr Probleme habt mit den Haxen, da Fleisch drauf zu kriegen, dann guckt drauf, dass ihr auch mal mehr Wiederholungen ausprobiert. Weil schweres Training funktioniert oft, aber oft ist auch einfach. Übernimmt ein anderer Muskel. Das Volumen auch wichtig, weißt du. Yes! Geht. Jawohl, das ist ziemlich gut. Explosiv raus, ja genau. Ja. Aus da. Auf. Ja. Boah. Wie viel Liegestütze? Ich schwöre, ich wollte gerade dieselbe sagen. Die ist cool hier. Grüße an Kasper 1109. Coole Frage. Wie viele Liegestütze im Klimmzug geschafft, ja? Liegestütze habe ich mal. Ich habe Sportschule gemacht, also Sportlehrer. Und da hatten wir auch Sportlehrerprüfung natürlich. Und da musste man 11 Klimmzüge schaffen, was ich ja easy gepackt habe. Also 11 schaffe ich glaube jetzt immer noch, obwohl ich schwerer bin. Echt? Ja. Das ist ja eine richtige Leistung, gell, bei dem Bodyweight. Ja, 11 geht auf jeden Fall. Aber ich glaube so, früher konnte ich auch noch Muscle-Ups. 2014 an der FIBO habe ich Muscle-Ups gemacht. Das weiß ich noch, 8 Stück. Geil. Aber normale Klimmzüge, ich glaube so in der besten Zeit 20. Ich glaube Liegestütze auch bei FIBO. Um so fucking
T-Shirt. Nee, die Riegel, diese Old-Riegel. Vor allen Dingen so wie so ein Zementbrocken, irgendwie 500 Kerls hat. Ich glaube, um eine Packung habe ich das gemacht. Ich habe, glaube 68 Liegestütze gemacht. Also. Und jetzt? Also war schon cool. Jetzt 40, 50. Immer noch krass. Immer noch absolut krass. 50. Ich sag's dir, 11 Liegestütze. Können vielleicht später. Na, wir machen es so. Irgendwann mal wieder, wenn du in Österreich kommst, lade ich dich ein. Und dann schauen wir mal Bodyweight-Training. Klimmzüge, Liegestütze, ich feiere sowas. Und Burpees. Alter, das ist brutal. Machen wir mal ein Bodyweight-Training und dann Eisbaden. Voll geil. Wenn es mal die Zeit zulässt. Sowas von down dafür. Easy. Safe. So, ich habe eh schon einiges sagen. Würde er so wie du bei Seven vs. Wild mitmachen. Safe. Also, Sascha auch schon gesagt, geile, verrückte Scheiße. Für sowas bin ich immer offen. Fritz? Du weißt Bescheid, Otto genauso, da haben wir jemanden. Neuer Mann, wenn ihr einen massiven Typen auf der Insel oder sonst versucht. Definitionsphase. Ich bin down. Vom Feinsten. Ja, ich habe gerade gesagt, wenn ich in der Wettkampfvorbereitung wäre, dann wäre ich auf jeden Fall schnell in Shape bei Seven vs. Wild. Geil. 3 Tage ohne Essen und ich habe das Gewichtslimit, Alter. Geil. Geil, also Mann. Ansage, Fritz, du weißt Bescheid. Letzter Satz bei dir. Besser als gedacht, macht das Sascha sicher. Hast keine Erwartungen gehabt oder was? Ich hatte hohe Erwartungen und die werden jetzt langsam gerecht. Ich will dir noch nicht zu früh loben. Man soll nicht den Tag vor dem Abend loben, aber jawohl. Die Dehnung, das ist so geil, Alter. Auf, raus da. Ja, und direkt weiter, komm, komm. Direkt weiter. Und jetzt bolzen nur raus, komm. Ja genau, schön Blut reinbringen. Komm, weiter. Komm, der Schmerz ist nur im Kopf. 4, letzter Satz, komm, gib ihm. 3, jawohl. 2, komm weiter jetzt. Hoch. Und die letzte. Jawohl. Sehr gut. Passt. Sehr gut. Ey, ihr glaubt es nicht. Also die Maschine und die Maschine. Vereint. Boom. Wahnsinn, komm, Fokus. Ja. Bist dabei, weiter, weiter. Ja. Fuck. Geil. Hey. Oh. Die Definition, Freunde, schaut euch das an. Yes! Oh, das war's. Oh, no pain, no gain, Alter. Das ist halt geisteskrank. Markus Rühl, 1200 Kilogramm ausgeballert hier. 1200 Kilo hier. Und du sitzt hier drin, das Ding ist einfach wie so vom Metzger, Alter. Ich weiß nicht, ob man das im Video so sieht, Freunde, aber die Fläche, die ist riesig. Die ist riesig. Sascha und ich sehen hier drin aus wie so ein kleiner Schlumpf. Ja, so. Und da oben noch Pain again, ja, sagst du, das ist echt, ja, das ist check, gell? Abartig. So, Freunde, ihr dürft euch jetzt hier nicht verwirren lassen. Wir haben hier im Ottwald Gym 50er Scheiben am Start und der Kollege fetzt jetzt 200 Kilo Beinpresse. Also richtig gut. Du sagst, fehlen nur noch 1000 Kilo für Markus. Es ist schon heftig, wie ein menschlicher Körper so viel unfassbar Kraft haben kann. Jetzt sei mal natural oder nicht, egal, aber einfach wie das möglich ist, weißt du? So ist es. Das ist crazy. Die ist so gut, ey. Easy. So, jetzt schon. So, jetzt sieh. Ja, nächster Satz wieder. Jetzt mal den Hoodie aus. Nein, noch nicht. Das gehört auch hier dazu. Der Hoodie, du musst eigentlich noch die Kapuze drüber ziehen. Ja, stimmt. Eben so richtig für den ultimativen Vibe-Tunnel. Früher im Schneesturm immer mit Hoodie und Jacke ins Gym gegangen. Hoodie auf Kopfhörer noch drunter. So Rocky Balboa. Ja, das war immer. Das gehört dazu, Alter. Das gehört dazu. Das ist immer. Keine Ahnung, was der Hoodie mir einmacht, aber das ist echt so. Der schützt dich so und du bist in deinem Film drin. Das ist das gute Gefühl. Easy way. Come on. Ja. Jetzt kommt es in die Richtung. Und Schub, Schub, Schub. Yes, noch 2, komm. 2 sind noch drin. Ich bin da. Hier passiert nichts, komm. Jawohl. Und eine noch. Auf, Bro. Schub, 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 Schub. Ja. Und rein. 400 Kilo. Komm schon. Oh, ja. Oh, yeah, Kid. Yes. Komm. Jawohl. Zack hoch. Ho. Jetzt bleibt mal. Ho. Okay. Boah. Alter. Geil. Perfekt. Letzte Rap beim Hochgehen. Da hatte ich ein bisschen. Da habe ich Sascha mehr vertraut als
als einigen Menschen in meinem Leben. Wenn da nichts gepasst hätte, hätte es mich begraben, ja. Ja, das geht um alles. Oh, fuck. Passt schon, bleib sitzen, ey. Bro, wir haben zusammen angefangen. Jetzt ziehen wir die Scheiße auch zusammen durch. Geil. Bleib da nicht unten. Geil. Ich geh mit dir durch die Kolonne. Ach, geil. Bitte auf. Lies nur rein jetzt. Ja, jetzt. Komm, letzter Satz. Gib Gas. Komm. Okay, Baby, let's go. Für mich, die Community, meine Freunde, komm jetzt. Kann nichts passieren, ich bin bei dir. Komm. Ja, sehr schön. Komm. Auf. Zwei noch. Da sind noch welche drin. Letzter Satz für heute, komm. Ja. Eine noch, komm, ich bin da. Alles raus. Ja, eine geht noch. Die letzte, komm jetzt. Und raus damit, komm. Stark, rein. Komm. Bam. Fuck it. Good Job, Mann. Good fucking Job. Boah, richtig gut. Alter, frisch mir nicht mehr. Alter. Also erstmal nochmal hier abchecken. Die Übungen. Wir fangen hier auch an, ist besser. Und dann machen wir ein Giant Set, sprich wir verbinden drei Übungen. Jetzt sind wir schon noch gut dabei. Und um das Ganze jetzt ein bisschen noch intensiver zu machen, machen wir das zum Abschluss, so Finisher. Drei Runden von diesem Giant Set, bestehend aus der Hackenschmidt, also einer Kniebeugebewegung. Hinten der anderen Beinpresse nochmal und dann Adduktoren für den Innenschenkel. Und dann soll auch gut sein für heute. Deswegen, jawohl. Klar, scheiß drauf, wir gehen. Wir gehen bis ans Limit und weiter darüber hinaus. Jawohl. Scheiß drauf, echt. Ey, ohne Spaß. Egal. Jetzt ist eh egal. Regenerationskapazitäten sind im Arsch. Komplett nichts mehr. Bei Saschas Gesichtsfarbe ist jetzt schon Zapfenstreich. Aber es gibt no fucking excuses, Freunde, oder? Haben wir unser Motto, scheiß drauf. Ja, Mann. New year, new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit. Write it down, what you want, what you need, what you see. Everything that you wanna be. Put it out in the world, that's your destiny. In your mind, what you need is that. I believe I'm gonna make it to the top. Cause I never stop. My own switch doesn't have enough. I think it's broken, I think it's lost. I guess that's why I never take a loss. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down what you see. Don't give up, just believe. And you will succeed. Put the hours in, and you're bound to win. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down what you see. Don't give up, just believe. And you will succeed. Put the hours in. And you're bound to win. Make a deal with yourself, you'll get after it. Find something that you love, call it passionate. Or find some passion and leave it behind, gotta quit. Your journey starts now, time to make it happen then. You could be great, have it your way. Served up like some room service on a nice plate. The high life is only hours a day away from making a change to the life that you chase on. New year, new you, new day. Go prove to yourself you could do anything you wanna do. When you set your mind to something big that you choose, break it down to the root. Chip away, gotta move. Push past all your limitations. Right now, consider this an invitation. Make your worth go up like inflation. And start chasing your dream, stop waiting. Fuck. Wir gefallen, den Brüder. Zusammengekämpft, zusammengefallen. Ach, echt, Alter. Geiles Gefühl, Mann, Alter. Ey, danke fürs Werk, Alter. Echt. Haxen. Ich spüre ihn immer. Was für eine Haxen. Jetzt rat mal, warum ich nie Auto fahre. Jetzt wissen wir's. Geil, Mann. Richtig gute Session. Ey, aber Spaß, ey. Danke fürs Workout, gell? Gerne, Bro. War mega. Cool, dass du mitgezogen hast, ey. Nochmal Next Level Shit, muss ich echt sagen. War jetzt. Freunde, glaubt nicht, wie krass du es rausballert. Also, wenn da die Grenze ist, weit darüber hinaus. Der Mann hat den Titel mehr als verdient. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen natürlich auch deiner Freundin danke dir, das Beste. Und ich kann nur sagen, viel Erfolg weiterhin, echt. Von dem mehr als verdient. Aber geil, dass du mitgezogen hast, Alter. Ja, ich bin nicht ganz mitgekommen, also. Ich würde sagen, Sascha Huber sagt zu nichts nein, Alter. Aber deswegen, aber Respekt. Ich bin für jemanden, der das nicht gewohnt ist, so auf Daily Base.
Mit den Geräten auf dem Level nicht nachbleiben, nicht natürlich wie US. Nee, gar alles nicht cool, reden. Alter, jeder in seinem Level. Aber was wichtig war, die Intensität, Freunde. Und da ist egal, ob du 200 Kilo benutzt oder 500 oder 1000. Du hast die Intensität gebracht. Deine Gesichtsfarbe passt jetzt zur Wandfarbe. Und das war auf jeden Fall ein erfolgreiches, fast zweieinhalbstündiges Beintraining. Wie viele Kalorien? Über 1300. Wie viel Puls? Jetzt noch bei 120. Vor 150. 160 waren es. Wie gewünscht. Toast down. Auch wenn ich dann nur verlieren kann. Man muss epischer machen. Geil, Alter. Ach, scheiße. Oh, so, da Freunde. Wir haben im Gym nichts mehr abgedreht. Ist einfach nicht mehr gegangen. Hotelzimmer einkommen. Morgen steht nämlich schon MMA-Kämpfen an mit MMA-Profi Stefan Bütz. Ey, wie soll das gehen? Keine Ahnung, aber schaut sich das an. Der hat mir dieses Hotelzimmer empfohlen. Einfach nach dem Leg Day, perfekt. Du sitzt am Heißel und kannst dich hochdrücken aus dem Trizeps, der hoffentlich regenerativ unterwegs ist und noch Power hat. Und da sitzen beim Duschen. Perfekt. Sitzt ihr da, zack, nackt. Oben regnet's runter. Du hast einen Leg Day gemacht, Beine ausgestreckt. Ah, scheiß drauf. Soll keine Werbung fürs Hotel sein. Natürlich unbezahlt, aber muss feierlich einfach. Sehr cool gemacht da. Und, Freunde, ihr wisst sowieso Bescheid, ja? Europas Marktführer, die meiner Meinung nach besten Supplements zum besten Preis. Schaut vorbei bei Europas Marktführer, Freunde. Nicht nur Supplements, sondern auch gesunde Ernährung. 28.000 Fitnessprodukte, die den Fitness-Lifestyle extrem erleichtern. Und neben Supplements und gesunde Ernährung wie Nüsse und so weiter haben wir auch noch Tiefkühlprodukte. Also könnt ihr euch einfach eine Lasagne holen, was weiß ich, alles holen. Und natürlich auch noch Trainingsequipment und Trainingsoutfit. Also alles, was ihr für den Fitness-Lifestyle braucht, am besten jetzt auschecken, Freunde. Unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt mit dem Code SASHA10 gibt es natürlich 10% Rabatt. Und aktuell viele Gratis-Produkte noch oben drauf, welche das sind. Jetzt Videobeschreibung auschecken, da habe ich euch da reingepackt und natürlich seid ihr automatisch jede Woche bei 100 Gewinnspielen auf Instagram mit dem Code SASHA10 automatisch dabei auf Ehrenbruderbasis. Ich wünsche jetzt viel Spaß, stöbert euch mal durch, wenn ihr was braucht, immer die richtige Adresse. Ist auch ein Supermarkt, also ein Fitness-Supermarkt bzw. das Fitness-Amazon. Also jetzt auschecken, Freunde, Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war mir eine Ehre, wir sind 6 Stunden hergeguckt, also ganz liebe Grüße auch noch an Paulina raus für den Ehrensupport hinter der Kamera. Für uns war es ein Leg Day, für Paulina war es einfach ein Arm Day. Also, spürst du es gut im Bizeps? Ey, die Kamera ist so schwarz. Ja. Danke, Schatz. In dem Sinne, Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein krasses Video. Und ja, rein in die Kommentarbox damit, was ihr als nächstes sehen wollt. Und natürlich auch, natürlich, lasst ein Däumchen da. Und wichtig, nicht nur mich supporten, sondern schaut auf alle Fälle, Freunde, bei uns dabei. Instagram, alles verlinkt, YouTube, Twitch, macht er jetzt auch alles, Gott sei Dank. Da haben wir mehr Content von ihm. Und jetzt auch natürlich bei den nächsten Wettkämpfen unbedingt supporten, was geht. Mein Support ist auf alle Fälle da. Absoluter Ehrenmann, war ein wildes, wildes Event. Kann nur sagen, wir haben es sehr gut verstanden. Wir sehen uns sicher wieder, Freunde. Schreibt mal rein, wenn ihr was hier von uns beiden wieder sehen wollt. Es war absolut legendär und freut mich. Ja, in diesem Sinne, jetzt aber. Ich konnte immer, es ist jetzt Schluss. Haut rein, Freunde. Kuss, kuss. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah, mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.